Hallo und herzlich willkommen hier, Age of Empires. Wir nutzen jetzt die Armee, die wir aufgebaut haben und gehen hier mal durch. Wie gesagt, wir gehen hier jetzt mal durch. Also ich bin diese Stimme. Ah, die hat so einen Ton. Rabuganane. 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 Hä? Warum geht ihr hier nicht raus? Ich habe euch doch das... Ich habe es euch nicht geöffnet. Tut mir leid, ich habe gar nichts gesagt. Los. Langsam ernährt sich unsere Armee. Ja. Ey! Oh, jetzt haben sie den weggemacht. Auf sie! Hier! Mithelfen! Los. So. Zack. Oh, wir werden hier angegriffen. Beteiligt euch doch. Mann, ey. So. Lass mich jetzt ernsthaft eine Navy aufbauen. Komm mit. Ja. Was haben wir hier? Hier ist eine Reliquie. Rabunanane. Ah. Okay, wir müssen hier wieder weg. Oh, ein paar. Ja. Elefanten. Rabunanane. Tamari Seva Mahajar. Tant Bharadi. Prabhu Nami. Wir sind ein Mönch. Wir haben irgendwie einen freigeschaltet. Agna. Tamari, ara, ara, ara. Oh, hier durch. Yeah. So, okay, wir haben da einen drin stecken. Los. Durch da. Waka waka, wohl uns Einheiten weniger Nahrungs. Oh.
I did die? Ja. Schützen. Schützen. Alter, wie wenig Schaden macht denn hier? Nicht den heilen. Oh, ich kann Belagerungswaffen heilen. Ui. Hey, da ist eine Burg. Oh, da ist eine Burg. Geh da weg. Rennt, mein kleiner Elefant hin. Los. Rennt. Ich komme mit dieser Stimme nicht klar. Ihre Stimme ist einfach zu gut. Nicht unbedingt die Elefanten, aber... Türe. Das... Meine armen Mönche. Oh. Das beschützen Übermönch. Rabunanane. Ist auch gut, wie der hier basically alles machen durfte. So, jetzt kommt ein Kamel, um ihn zu stoppen. Mönch, komm schnell. Oh, ich komme mit diesen Schirm nicht klar. Die sind zu gut. Ich liebe es. Witz. Oh, wie hier ist offen. Was soll denn das? Ja, ist das dreckig, weil irgendwer durchgelaufen ist. Stirbt da jetzt alles, oder was? Ach komm, das ist absichtlich. Kannst du mir nicht erzählen. Alle mitkommen, gehen hier raus. So, brauche ich hier jetzt Hilfe? Ihr müsst mich nicht beschützen. Ja, nein, komm. Wir kämpfen nicht auf dem Wasser. Ja. Geht's uns jetzt wieder hier gut? Danke. Das ist echt dreckig. So. Hier hin. Wisst ihr was? Ich hierher hin, nehme die Militärproduktion von hier irgendwann weg. Können sie sogar hier hin platzieren. Gleich. Geht ja nicht, was hier abgeht. In den blöden Schiffen hier. Hm.
Ein Tor hätte ich. Nein, oh, ich hätte gern Tor. Tor. Ja, danke. So, haben wir noch Gold? Wir haben noch Gold. Schützen. Ich glaube, die fliegen durch die Gegner durch. Deren Angriffe. Sehr interessant. Aber wie viel Schaden machen wir insgesamt noch nicht? Für Respekt. Ashliman, los. Ah, die Möcher klingen zu gut. Ha. Die klingen einfach zu gut. Aber nein, nee. Da könnte ich eigentlich hier auch den Titel des Videos ändern. Age of Empires Gone Sexual, Gone Wrong. Ich habe ein Achievement freigeschaltet. Feuertaufe. Hey, rein damit bitte. Ich nehme das Gold gerne an. Apropos Gold. Jetzt wollen wir das haben. Ich möchte keine meiner Einheiten verlieren. Daran, danke. So, und jetzt wird der Supermönch rausgenommen, sodass ich ihn nie verliere. Auch wenn es wahrscheinlich nicht wichtig ist, dass ich ihn nicht verliere. Das ist so ein Problem, das ich habe. Okay. Nein. Weil er da durchgelaufen ist. Rex-Elefant. Ja, ein bisschen Gold ausgeben. So. Ein paar mehr Elefanten. Sind deren. Ach, das sind die aufgewerteten Versionen von Speeren. Die wir auch haben. Okay. Ich hatte gedacht, warum kämpfen die so gut gegen unsere Speer? Sind doch auch nur Speer. Aber war die bessere Variante. Aber ich bekomme immer ein Lächeln auf die Lippen, wenn ich den Mönch höre. Das ist gut. Selbst die Elefanten klingen ein bisschen. Ich bilde mir das bestimmt erstmal ein. Ich bin der Einzige, der so denkt, ich weiß. Oh mein Gott. Kann dir echt nicht zuhören. Ha. Oh na 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 nee. Adna. Shastrolo. Shastrolo. Ajuju. Agna. Barabel. Barabel. Oh, alle mitkommen. Elfen. Rabunaname. Ha,
Ja, nein, 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 wir machen das hier weg. Komm, zurückziehen ein bisschen. Ui, die Square. Die sind interessant. Die kann man bestimmt nicht überall effektiv benutzen. Man muss wissen, wie man sie benutzt. Aber ich glaube, mit genug Skill können die echt gut sein. Das ist eine spezielle Einheit, in der ich was sehen kann. Ein Vorteil. Wir hatten ja mal diese einen Frauen, die Messer werfen konnten. Die ich dann auch später in Masse. Also wenn man viele von denen hatte, fand ich sie okay. Ich glaube, von denen braucht man nicht mal eine Masse. Wirklich. Los, Kriegselefant. Ich komme nicht an diesen Turm ran. Mich verarschen. Ja. Wow. Ein Mensch kann einen Elefanten killen. Nice. Nice. So. Raus. Raus. Okay, da waren Dorfbewohner ein bisschen. Ein viel zu kleines bisschen. Oh, die kommen ja einfach durch. Aber wir haben es ja. Läuft eigentlich gut. Den Elefanten geht's auch gut. Hauptsache den Elefanten geht's gut. Ja. Da machen sich natürlich die Schiffe wieder an meine einen Mauer kaputt. Also zu da an die Burg kommen damit. So. Boah, ich kann es kaum erwarten, diese Drecksschiffe endlich zerstören zu können. Das brauche ich nicht. Das. So. Ja, ich könnte jetzt hier mal helfen. Ganz schnell. Habt ihr irgendwie eine Spezialfähigkeit? Vorstoß. Seid ihr damit schneller? Ist das irgendwie so ein Charge? Los, Charge! Glaubst du, so ein momentaner Speedboost? Jedenfalls nach dem vom Aussehen her. Bruder. Lass es sein. Los, hier, beschützen. Oh, nur ein Elefant hat es überlebt. Bad. Du nicht. Wann seid ihr an mir vorbei? Was, ich schicke euch hier hin. So.
Ja. Das sind die Grünen. Könnten die hier gelandet sein? In einem Boot? Glaub. Mal Möglichkeit? Die Möglichkeit bestände. Also ich weiß, dass die AI das kann. Mit dem Boot Einheiten landen. Ja. Elefant. So. Zack, zack. Du greifst wieder fröhlich meine Mauer an. Ich weiß auch nichts Besseres zu tun, als hier rum zu düdeln. Das sollte funktionieren. Zack. Ah. Nein, nicht auf die Dorfbewohner da an der Seite, sondern ja, auf die Truppen. Wer ist damit? Ich weiß, seltsame Idee. Okay. Namaste. Ach nee, nicht wirklich. Agna. Hätte ich hier was Gold. Ach, das ist das Goldene auf der Karte. Oh. Schildbegard. 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 So. Prabhu Narabar Tamari Sewama Hajar. Was ist das für ein Turm? Festigter Turm. Aha. Los, Elefant. I chose you. Prabhu Naname. Nein. Jetzt greift das Kloster an. Was für eine Range hast du denn? 13 plus 2. Ui! Das ist ja ein Sniper! So. Zack, zack. Namaste. Kann ich hier irgendwas Gutes für mich tun? Nee. Schildbegard. Leider kein Gold für mich. So. Hier rüber geht's zu grün. Soll ich grün ausschalten, bevor ich rot ausschalte? Ja. Ich hasse grün. Mit einem blöden Schiffen. Die werden jetzt sehen, was es für sie tut, mich die ganze Zeit mit ihren Schiffen zuzumachen. Erst hole ich mir ihr Gold, so, Windschuh raus. Jetzt hole ich mir den ganzen Rest. Schalten es einfach raus.
Da. Zack, zack. Ja, Mensch. Irgendwo war ich Mensch. Aha, ja. Mag das. So, Belagerungselefanten finde ich schon fast besser als Belagerungs... Rammen. Da fällt mir aber gerade ein, ich kann hier keine Leute reinplatzieren, um sie schneller zu machen. Dafür sind sie mit Mönche in München heilbar. Mönche hat man eher mal im Schlachtfeld mit dabei als irgendwas anderes. Also als ein Dorfbewohner, der sie reparieren kann. Kriegs, eher Ramböcke. Ja. Zack. Sehr viele Pfeile hier. Zum Glück sind die auch geschützt gegen Pfeile. Oh nein. Da kommen wieder ein paar Rode um mich zu. Wenn ich hier dabei bin, grün zu bearbeiten, sollen das. Nur noch mehr. Oder kommen ja immer mehr. Ja, wir haben viel zu viel Holz. Meine Güte. Oh. Verstärkung ist auf dem Weg. Keine Angst. Die kommt. Töre. So. Auch irgendwas, was Holz kostet mehr als alles andere. Gibt's leider nicht. Ja. Und das zerstören. Zack. Bitte grüßenlos werden. Das ist so nervig. Und hier kommen wir mit. Oh, das ist noch Gold. Zack. Nein, hin. Handelshof. Machen wir ihn mal weg. Komm, ein Kamel hier dann. Habe ich hier noch? Ja, habe ich. Belagerungselefanten. Brauche ich jetzt. Komm. Tirö.
So. Haan. Nein. Nein. Hun samar kaam karnar chun. Und das. Hun samar kaam karnar chun. Barabar. So. Komm, dahin. Nein, bleibt weg von den Pfeilen. Du auch noch. Elefant. Ja, dann geh halt da sterben, wenn es nicht Besseres zu tun hat. Ja. Oh, das zielt sogar auf den. Wahrscheinlich, weil der am wenigsten Leben hat. So. Und ich brauche nicht mal eine Navy, um euch auszuschalten. Auch wenn es einfacher wäre, gebe ich zu. Oh, mach den Nahkämpfer weg. Nein. Nichts bekehren hier. Schöre. Sie sind eine Kamel, ein Kamelvolk. Ist Kamelvolk, dass sie einfach nur Kamele haben? Weil wirklich verbessern können die die jetzt nicht. Ich meine, sie können es zur letzten Stufe machen, ja. Das ist jetzt aber nicht so viel. Was ist das mit Grün? Ja, sind ausgeschieden. Der Magbart steht noch. Ah. Deren Magbart steht noch. Wisst ihr, was das bedeutet? Gold! Das bedeutet Gold. Normalerweise geht der Marktplatz, sobald die Zivilisation ausscheidet, auch kaputt. Aber es tut's nicht. Ach, der steht immer noch. Okay, hier kann ich nicht weiter. Hier hin. Zack, zack. Ja, hier gibt's nichts. Schauen wir mal, hier sieht's aus, als gäbe es einen Weg. Machen wir mal hier frei. Ich würde sagen, eher sind eher. Ah! Würde eher als Elefant, wirklich. Als Elefantenkultur, als andere bezeichnen. Aber wahrscheinlich, weil ich sie gern mit Elefanten gerade spiele. Nicht unbedingt, weil ihre Elefanten so gut sind. Hm. So, mein Holzfällern geht es noch einigermaßen. Wir müssen nicht zu weit laufen. Also gefühlt kann man hier irgendwie lang. Vielleicht wäre es dann gar nicht so schlau, das zu öffnen. Weil jetzt, wo ich mir neben mir auf der anderen Seite habe. Egal. Egal. Ja. Oder? Ihr seid so langsam wegen denen hier, oder? Meinen schönen Belagerungselefanten.
Ich glaube, die kann man auch besser in seiner Armee verstecken als irgendwelche Rammen. Ist halt so. Ich glaube, so ein Elefantenvolk ist was für mich. Auch wenn ich natürlich persönlich die Portugiesen am liebsten spiele. Nicht unbedingt wegen ihrer Spezialeinheit, die Orgelkanone, sondern weil ich die Sesedicas so liebe. Vor allem in irgendeiner Map mit Diplomatie. Ja. Diplomatie-Games. Sind sie witzig. Dann kann man sich immer schön als Händler ausgeben. Dann andere ihr Gold verballern. Portet man einen Haufen. Am Ende kommt man mit Elite-Schwertkämpfern und räumt ab. Ja. 100 Gold dafür. Bisschen kleiner Weg für 100 Gold. Normalerweise nimmt er irgendwie die Luftroute und das. Warum habe ich hier eine Waffenschmiede? Hä? Weiter. Meine Elefanten wollen da durch. Liebe diese Geräusche. Ja, ich brauche einen Mönch. Hier brauche ich einen Mönch, ja. Man kommt hier schnell durch. Wir können bestimmt bekehrt werden, nicht? Hier, die Elefanten. Oh, das gleicht sie dann doch extrem aus. Was ein bisschen schwächer, als ich dachte. Natürlich sind sie noch nicht schlecht. Ich glaube, ja, irgendwann können Mönche ja auch Lagerungswaffen so bekehren. Stimmt. Das stimmt. Zack, zack. Mehr Elefanten. Mehr Türe. Gold. Hier haben wir Gold. Sie schmelzen das ja wirklich. Und erst auf den Turm. Das ist wieder so ein Turm, an dem man nicht rankommt. Oh, die hasse ich ja. Oh, vor allem, wenn ich jetzt hier in München. Ich muss. Ja, wenn die Fraktion ausscheidet. Ich muss die hier nur zerstören. Dann gehen die Türme weg, oder? Stimmt. So. Zack, zack. Weiter. Und Schuss. Uff, da ist ja Wasser aufgetaucht. Das war doch vorher nicht. Türö, türö. Und ich beende die heutige Folge hier. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Falls ihr Spaß hattet, lasst einen Like in das Kommentar da. Und ich bin beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.